Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei King of the Kill. Ja, ich muss euch was erzählen. Und zwar habe ich gestern meine Folge einfach so aus Spaß gespielt. Bin Platz 15 geworden, das ist jetzt nichts Besonderes. Hab mich aber im hohen Gras versteckt hinterm Baum und da kommt das Flugzeug drüber und meint doch echt, die Explosion genau auf meinen Schädel fallen zu lassen. Ja, und ich starb dann an einer Explosion. Das hatte ich auch noch nicht. So, wir starten ein Solo-Match. Ja, die zweite Runde gestern davor, da war ich, was weiß ich, 35. glaube ich, oder paar 30. Da habe ich ein Polizeiauto gefunden und da ist mir natürlich ein anderes Polizeiauto genau hinterher gefahren. Die ganze Zeit einfach nur gestalkt und ich habe versucht, die abzuhängen. Ja, saß dann hinterm Baum und da kamen die dann von hinten und haben mich abgeknallt. Ja, alles halb so wild, mehr hat mich die Explosion geärgert. So, bei mir ist es gerade Sonntag früh, 10 nach 9. Ich bin gerade erst aufgestanden, also nicht wundern, dass meine Koordination und meine Fähigkeiten noch nicht ganz so funktionieren. Ich sehe nur Himmel. Ich hoffe, wir losen jetzt nicht ganz so ab. Ich wollte es eigentlich spielen, um etwas wacher zu werden. Ich bin ja mal gespannt. Das Match beginnt in 30 Sekunden. Also mal checken, ob ich auch aufnehme. Ich, wenn ich mich hier fusselig laber. Also wie gesagt, ich bin ja Spezialist in der Giftfolge zu sterben. Aber gestern habe ich echt hingekriegt, dass ich durch eine Explosion gestorben bin. So, ich hoffe, wir haben jetzt einen guten Spawn. Ich bin jetzt ja ganz tiefenentspannt. Ich reg mich jetzt hier nicht auf. Hier ist keiner. Doch, da sind welche. Nee, ich will nicht in die große Stadt. Ach, verdammt. Guckt euch das doch mal an. Was ist denn das für ein Scha... Okay, Leute, wir müssen. Also ich kann euch gleich sagen, wir werden kein besonderer Platz. Hier sind so viele. So, Tür zu. Oh, ich sehe voll lauter Schreck gar nichts. Rucksack... Bad, na, wenigstens eine Pistole. Oh, ich dachte, da kommt einer. Ich habe die Tür selber aufgemacht, ne? Okay. Ein Gewehr. Medizinkasten. Lad mal nach. Eine AK. Medizinkasten. Okay, den Rest der Zeit verschanzen wir uns erstmal. Nachgeladen ist. So, ich habe mal geguckt gestern, die AK macht im Vergleich wohl mehr Schaden. Ich mache mal den Ton etwas lauter, dass ich Schritte höre. Und dann gucken wir mal, wir sind genau in der Welle hier drin. Genau in der Mitte. Wie nervig. Okay, wir haben die Safe Zone. Und wir liegen natürlich nicht drin. Wir müssen nach Westen. Das ist dort hinten.
Okay, Tür zu, Auto. Gehst du mal auf? Ja, toll. Ja. Wisst ihr, wenn ich jetzt hier dafür so viel Zeit verplempere? Alter, so eine Stadt ist voll scheiße. Ich komme hier nicht mehr raus. Hat er auf mich geschossen? Der hat mich doch gar nicht gesehen. Ey. Leute, ich werde sterben. Ich will nur... Oh nein, hier geht's raus. Oh Gott, sehr gut. Ey, das geht doch hier auf keine Kuhhaut. Okay, der hat mich nicht gesehen. Was? Der hat mich nicht gesehen. Willst du mich verarschen? Okay, wir rennen einfach. Wir rennen. Ich wollte gerade schießen. Wir rennen einfach. Leute, wir müssen jetzt nach Westen. Kommt der?
Der hat den gerade erschossen. Verdammt, ich hab den getroffen mitten ins Gesicht, ey. Und er stirbt nicht, dieses Arschloch. Jetzt heilt er sich eh erstmal. Sowas Hirnrissiges. Ich hab den mitten ins Gesicht getroffen. Weißt du, ich wär tot. Das waren zwei gute Treffer. Und ich hab keinen Kill dafür gekriegt. Ah. Ich wollte auch mal einen umbringen. Da. Der blieb so schön stehen, Leute. Einfach perfekt getroffen. Kannst du voll knicken, dass ich jetzt hier meine Deckung preisgebe. Ey, ich will hier nicht mehr in der Stadt sein, ne? Ganz ehrlich. Die Meute treibt es doch jetzt eh hier raus. Ich würde gern mal in den Wald oder so. Ich habe den so schön getroffen, das ist so gemein. Ich wollte auch einen Kill. Ich wollte King of the Kill werden mit einem Kill. Ich weiß dann immer nicht genau, von wo die Schüsse kommen. Das ist so undeutlich. Wo ist denn hier das Mikrofon hier? Guck mal ganz kurz. Okay, das Gas kommt. Das heißt, die Meute treibt es jetzt erstmal schön hier rein. Wo ist denn Osten? Da. Also von da treibt sie Leute rein. Okay. Na, wir sind immerhin schon mal unter den besten 30. Ist das nicht toll? Westen ist dann da, okay, also wenn sich's jetzt weiter nach Westen verkleinert. Ja, ich bin noch drin. Toll, was soll ich jetzt machen? Ihr wisst ihr, hier an der Stadt liegt super günstig. Und da hinten fährt irgendein Auto.
Was liegt so in der Sonne? Wenn jetzt von hinten einer kommt, ey. Oh. Da gab es eine Explosion. Ach Leute, das ist ja schon wieder aufregend hier. Totenstille, ey, keiner schießt, nix, ne? Okay, Leute, also beim nächsten Mal muss ich rennen. Und zwar nicht nur nach Westen, sondern nach Norden. Und ich will aber nicht wieder in die Stadt reinrennen. Das heißt, ich renne hier vorne raus aus der Stadtmauer und renne dann erstmal querfeldein und werde dann eh erschossen. Und jetzt bitte die Flugzeuge wieder genau über mich drüber. Mit einer schönen Explosion. Oh, mein Bein kriselt. Das Schlimme ist ja, die treibt es ja jetzt aus der. Aus der Stadt treibt sie mir ja jetzt eigentlich alle entgegen. Weil wir ja hier nach Norden müssen, hinter mir. Da kommt Gas. Ja, Leute, wisst ihr, wir rennen jetzt einfach mal. Es wird ja nicht besser. Oh Gott. Ich habe einen umgebracht. Headshot. Ein Kill. Oh. So ein. Hä, ist das ein Hacker gewesen oder was? Als ob der hier nur mit seinen Fäusten steht. Willst du mich verarschen? Im Leben doch nicht. Oh mein Gott, Flugzeug. Okay, hier ist eine Tankstelle, aber da wäre ich schon kein Auto kriegen. Da stand jetzt oben in der Rec in der Recke. In der Ecke Ray hat jemand nur umgebracht. In der Recke. Oh mein Gott. Ich bin total fertig. Ich habe etwas Kopfschmerzen, deshalb. Ich Der hat mich auch nicht gesehen. Ne? Der stand am Beet. Ich dachte, das ist eine Vogelscheuche. Und dachte, hä? Hast du es jetzt richtig gesehen? Ich spiele ja immer so viele Horrorspiele, wo immer so eine Vogelscheuche drin vorkommt. Und dann gehe ich doch mal zurück. Voll riskant. Und denke, hä, der schlägt doch mit den Fäusten. Ja, sinnlos. Oh oh.
Da unten steht ein Polizeiauto. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Scheiße, wir sind nicht im Bereich. Wir müssen weiter nach Norden. Was ist mit dem Polizeiauto? Wieso steht das hier so dampfend? Oh mein Gott, die haben echt ihr Polizeiauto hier stehen lassen? Fick dich! Doch nicht, ich hab den getroffen. Ich hab den gesehen, wie der sich hingelegt hat. Bin ausgestiegen. Ach, verdammt. Okay, aber wir hätten fast 2 Kills gehabt. Hier, du blutest. Ich sehe das. Oh, ich hab den so gut getroffen. Ja, weißt du. Hier. Ja. Okay, wir haben natürlich aber dafür 101.769 Punkte gekriegt. Was? Und wir sind jetzt übrigens Level 9. Jawohl. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und für diese spannende Runde. Wir haben endlich mal einen Kill gemacht. Jawohl. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank und tschüssi, eure Namaya.